Basti, ja. Das Video muss online kommen, das Video. Oh Gott. Ja, hallo? Basti, der Hotspot hat wieder zugeschlagen? Ja, klar, natürlich. Ich bin dran. Was zum Teufel? Kleinen Moment, ich kümmere mich ganz kurz. Ja, hallo? Was? Die E-Mail? Ja, natürlich habe ich das nicht vergessen. Was sagst du? Das Video für heute Abend? Natürlich, klar. Und die Instagram-Story, das habe ich alles am Kasten. Ich muss nur noch ganz schnell fertig. Oh Gott, das ist... Das ist alles so fertig. Was? Ob du fertig bist. Wofür? Die Hochzeit, wo dein Bruder? Hä? Wir wollen los. Ich muss noch 10 Videos schneiden, noch 3 E-Mails beantworten, noch 7 Telefonate führen, hab noch 6 Meetings heute. Ich kann nicht. Dein Ernst jetzt? Ja, was soll ich machen? Das ist die Hochzeit von meinem Bruder? Und das sind meine Videos, ich kann halt nicht, tut mir leid. Oh mein Gott, kannst du dir bitte endlich Hilfe holen? Wie Hilfe? Das ist nicht in Ordnung. Hol dir einen Cutter oder sowas. Nein, was? Jemand, der deine Videos schneidet. Du kannst nicht alles alleine machen, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht mehr. Ja, vielleicht hast du recht. Gib deinem Bruder diese Gabel hier von mir mit als Hochzeitsgeschenk und jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Ja, Dankeschön. Fuck, Alter, 4.35 Uhr nachts. Oh, Jody hat recht, ich brauche einfach Unterstützung, das kann so nicht weitergehen. Gut, Stellenausschreibung ist fertig, ich hoffe mal, das Ding drückt jetzt aus und dann kann ich endlich nach Hause. Hey, ich hoffe nur, dass irgendwer kommt. Okay, morgen sind der Einladungstermin, morgen kämen dann also die ausgewählten Bewerber, richtig? Gut. Und wie viele Leute sind das jetzt hier? Keine Ahnung. 10 oder so? Ja, ist ja egal. Wir schauen einfach mal durch, okay? Ja, was ist das denn? Felix Diener, Formel 1-Fahrer. Was ist das für ein Bild? Nee, das Bild von so was bräuchte man auf keinen Funktion verwenden. Definitiv bei Leute. Sehr merkwürdig. Oh, guck mal hier, Markus Mittner, Diplomkaufmann. Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, stimmt, der hat eine gute Brille, Schnurrbart, ja, vielleicht. Ja, den laden wir mal ein. Was ist das hier? Julius Bammus, Produktion von Webvideos. Trägt verschiedene Socken, so ein K.U. kann ich nicht gebrauchen. Oh, nee, ich glaube, davon gibt es auch schon so viele, also das ist doch nicht. Ja, die gibt es, das stimmt. Immer, nee. Oh, guck mal hier, Rotpilz, Diplompilz. Der hat auch, guck mal, der hat gar keine berufliche Erfahrung, das ist sehr gut. Dann kann man dem eigentlich alles beibringen, ne? Macht schon Sinn. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall auch dazu. Was ist das denn hier? Jan Mustermann, nehmt mich bitte. Was ist das denn? Den kenne ich auch irgendwoher. Ja, irgendwas. Glaube ich nicht, dass man brauchen will, ich weiß nicht. Das ist auch komisch, merkwürdig. Gronkh, Let's Player, Musterstadt. Der ist viel zu alt. Ja? Der kann doch bestimmt, der hat doch bestimmt gar keine Ahnung. Aber schau mal, seine Sprachen, Englisch fließend in Wort. Ja, aber guck mal, wie alt Altgriechisch. Guck mal, der ist von 1878. Der weiß doch überhaupt nicht mehr, was im Trend ist. Der wird niemals Erfolg haben. Vielleicht hast du recht. Oh, hallo, guck mal hier. Die sieht gut aus. Kira Winona, Instagram-Model. Ja, sehr gut. Französisch auch Grundkette. Ist auch gut für die Frauenquote tatsächlich. Hier im Büro, ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Kandidaten und den Rest, ja, den sagen wir gar nicht erst ab. Nee. Ist egal. Schmeißen wir einfach weg und das ist schon. Jordi, jetzt müsste der erste Bewerber sein. Machst du kurz auf? Hallo? Junge Dame. Name? Moritz. Oh. Nachname? Moritz. Die haben ja so schöne Objekte sind hier. Geboren 1. Dezember. Sagen Sie mal, nee, bisschen Geld? Ich möchte kein Geld. Dankeschön. 1. Dezember. Also jetzt haben Sie sich mal nicht so. Ja. So schön, du. Ledig, 5-fach geschieden. Das ist das hier. Moritz, wollen wir uns küssen? Nein, ich will Sie. Jetzt reiz. Für das Bewerbe. Oh, ja, genau. Kekse. Hallo. Name bitte? Felix. Ja, dann gehen Sie vielleicht einfach mal durch. Hallo? Guten Tag. Hallo. Herr Hardy, guten Tag. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ganz kurze Frage. Haben Sie denn bereits Erfahrung auf dem Bereich gesammelt und haben Sie schon mal irgendwas mit YouTube zu tun gehabt? Ich hab einfach noch mal. Wenn wir vielleicht Schokolade. Haben Sie schon mal Videos geschnitten? Ja, klar, nennen Sie sich ruhig. Also mir geht es jetzt halt primär darum, jemanden zu finden, der mir halt wirklich bei den ganzen Videos irgendwie weiterhilft und halt jemand. Oh, geil, das Wort. Das ist Wasser, ja, genau. Sie können sich ruhig, also wie gesagt, Herr Hardy, wenn Sie vielleicht ganz kurz. Herr Hardy! Der Nächste, bitte! Nächster Bewerber! Hi! Du bist für das Bewerbungsgespräch da, denke ich mal. Ja, schon. Ja, okay. Wie ist denn der Name so? Kira. Ja. Alles klar. Ist das hier deins? Ja.
Ja, mit dem Sauberanzug. Ja, okay, alles klar. Ich hab gar keine Lust, gar keine Zeit jetzt mehr dafür. Geh einfach rein. Komm. Ach, hallo Frau. Hi. Hallo. Ja, hallo Frau Winona. Ja, setzen Sie sich doch erstmal. Ich... Sie haben ja schon in dem Bereich gearbeitet, nehme ich an. Englisch sehe ich hier gerade fließend in Wort und Schrift, Französisch Grundkenntnisse. Na, bin ich schon ein bisschen erfahrener. Haben Sie denn schon mal in dem Bereich gearbeitet oder... Ich bin Model. Ja, aber ich meine jetzt in dem Cutter-Bereich. Also haben Sie... Nicht wirklich, aber... Ich habe andere Erfahrungen und... Ich glaube, das ist nicht genau das, was ich suche. Wenn... Der Nächste, bitte! Der Nächste! Hallo. Wann bin ich schon mal da? Ich? Ja. Ja, okay, ciao. Ciao. Der Nächste! Nein, 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 warum? Auf Wiedersehen! Oh, der Nächste, bitte. Hallo. Wenn wir einen Scheißjob, den niemand haben will hier. Du bist Felix, oder? Ja, ja. Ja, also eigentlich haben wir dich aussortiert. Was? Du warst nicht hier weiter. Geld. Okay. Ich will Geister jagen und Videos schneiden. Nächster. Oh, hey. Mein Name ist Jeff. Nächster. Gibt's hier einen Notfall? Nächster! Hey! Ich bin Abenteurer und Pirat. Nächster! Ich mache alles für Geld. Nächster! 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 Hey, ich hab Filmstudien an der Harvard University. Nächster! Außerdem bin ich promoviert. Nächster! Okay, ich glaube, das reicht für heute. Ich werd schon verrückt. Oh. Jody, ich werde niemals einen anständigen Cutter finden. Das kann doch nicht sein, als wären da draußen nur Idioten. Wir brauchen halt jemanden, der richtig gut schneiden kann. Schneiden? Schneiden, das kann ich. Was zum... Ja gut, und was kannst du überhaupt? Sowas zum Beispiel. Was zum Teufel? Wow. Was zum... Wow. Guck mal, das Video ist fertig. Was? Das waren jetzt 5 Minuten? Ja. Hä? Bist du immer so schnell? Weißt du was? Alter. Ich würde sagen... Junge. Du arbeitest jetzt Junge, ich muss... Junge. Halt. Ja, Leute. So leicht geht das. Auf einmal habe ich eine zweite Person im Ruf. Das ist der liebe Thomas. Hi. Thomas! Ah! Junge, das Geräusch ist so dermaßen laut, Alter. Ja. Leute, schaut mal, den haben wir so eine Hupe gekauft. Jedenfalls habt ihr gerade quasi einen kleinen Kurzfilm gesehen, den wir quasi gemeinsam konzipiert und erarbeitet haben. Und ihr habt schon gesehen, dass das Ganze deutlich über der Qualität liegt, die ich sonst bringe. Deshalb ist Thomas hier, um meine sehr, sehr, sehr mindere Videoqualität ins unermesslich Gute zu steigern. Ja, Minecraft Let's Play müssen nämlich ein Visual Effect sein, die müssen richtig... Richtig, genau. Also stell dir mal vor, jetzt Explosionen in Minecraft, wie heftig... Ist das bitte, Amenakon? Wenn ihr also mehr über Thomas erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal aus. Der gute Boy heißt da Tomery, ebenso heißt er auf Instagram Tomery, auf Sexroulette heißt er Tomery. Genau. Je nachdem, wo du überall angemeldet bist, ja, checkt das auf jeden Fall mal aus, Leute. Sein Link ist ganz oben in der Beschreibung. Das ist auf jeden Fall jetzt Thomas. Er ergänzt quasi das Team Spielkind jetzt ein wenig, Leute. Und Team Spielkind kann sich was jetzt mal... Was den er kann. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Es kommt auf jeden Fall echt eine Menge von Projekten auf euch zu. Wir fliegen nächste Woche in ein fernes, fernes Land. Wohin es geht, erfahrt ihr noch. Die Vlogs werden, glaube ich, echt krass und... Holy shit mit der Drohne. Also ich sag mal so, wir mussten ungefähr 400 Impfungen machen, bevor wir dahin fliegen dürfen. Es wird auf jeden Fall interessant werden, so viel kann ich versprechen. Es ist, glaube ich, ganz witzig dort. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist Thomas. Thomas ist jetzt quasi neu am Start. Thomas hilft mir ein bisschen beim Videoschneiden, beim Livestream-Regie tun, bei Visual Effects, bei Fotos, beim Putzen. Aufräumen, genau, überall. Wir haben regelmäßige Sextreffen. Es wird eine harte Zeit für dich, ne? Ist auf jeden Fall eine mega harte Zeit. Also ich habe gestern an dem Video schon bis 3 Uhr morgens geschnitten. Gut, das... Aber ist mega Thomas geil. Ist über 18, Leute. Ist alles in Ordnung. Ich darf das. Das war jetzt quasi einfach nur eine kleine Einführung, wie ich an Thomas gekommen bin und wo ich diesen Boy her habe. Das werden wir sicherlich in einem anderen Video mal behandeln, wenn ihr das sehen wollt. Aus dem Park, oder? Aus dem Park.
Smash auf jeden Fall Like Button da oben, meine Freunde. Und ich würde sagen, checkt auf jeden Fall Thomas' Kanäle aus, folgt ihm überall rein. Ich weiß, für die meisten kam das jetzt total überraschend. Und so, Remy, was? Ich dachte, du machst alles selber. Nein, Leute, irgendwann ist es wirklich zu viel und es war hardcore anstrengend. Und wie und was und warum ich Thomas dazu geholt habe, das erklären wir nochmal in einem separaten Video, wo ich ein bisschen ausführlicher dazu Zeit habe. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, smash auf jeden Fall einen Like-Button da oben. Ich möchte hier mindestens 400 Millionen Likes drauf sehen. Ihr habt nicht verstanden, wie viele es sind, oder? Nee. Leute, ja, checkt Thomas' Kanal aus, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video morgen um 12:30 Uhr wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja!